Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bausimulator. Wir sitzen in einem BOMAG, in einer BOMAG Asphaltwalze. Mit dieser Maschine fahren wir jetzt doch selbst zur Baustelle einfach mal hin. Der Weg ist ja nicht weit. Wir wechseln in die Innenperspektive einfach mal rein. Wir fahren jetzt mit dieser Maschine nochmal zur Baustelle. Ist normalerweise darf, ich weiß nicht, normalerweise darf man das, glaube ich, gar nicht. Mit so einer Maschine jetzt einfach zur Baustelle fahren. So über den Straßenpflaster. Da steht unser LKW noch, unser Pritschenwagen. Den müssen wir auch noch da irgendwann da abholen. Wir müssen leider momentan sehr viel ins Portemonnaie greifen. Baustelle ist ja jetzt nicht von diesem Fahrzeughändler nicht weit entfernt von uns. Solange wir keine Straße kaputt walzen, ist es ja egal. Die Straßen sind ja sowieso alle kaputt und alt. Teilweise hier kaputt und schon die auch eine Reparatur benötigt oder nötig haben. Ja, ich walze dich gleich platt da. Wenn man hier einfach Kniegas gibt. Was kommt dann davon? Ja, dummerweise ist es einem der Spiegel, der ein bisschen im Sichtfeld. Aber wir sind ja gleich auf der Baustelle angekommen. Ich hätte das jetzt auch per Schnellreise machen können. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, komm, ich möchte euch mal was anderes mal zeigen. Einfach mal mit so einer Asphaltwalze mal über selber dort wieder zur Baustelle fahren. So, dann verdichten wir jetzt den Asphalt. Dann sollte das auch abgeschlossen sein. Dann ist endlich die Straße fertig. Bin ich mal gespannt, ob dann diese Straße, die wir gebaut haben, dann im Radar dann zu sehen sein wird. So, jetzt fangen wir mal an damit, mit dem Spaß. Jetzt ein bisschen leichter jetzt hier das Ganze mal als da gerade mit der Asphaltmaschine. Zwar auch größere, aber ich mache das mal einfach mit der kleinen jetzt hier.
Habt ihr, glaube ich, schon mal eines meiner Let's Play-Folgen ja auch schon gesehen, aber wo wir da das eine in dem Dorf da die eine Straße da fertig gemacht haben. Prozent haben wir ja schon mal. Das müsste man mal wirklich mal auf einer richtigen Basslautsprecher mal spielen. Da denkt man wirklich, hier würde eine Asphaltwalze fahren. Wie damals beim, als ich ja noch bei der Oma da, bei meiner Urgroßmutter gewohnt habe, da wurde ja damals auch die komplette Straße neu gemacht. Da wurden ja auch die Leitungsrohre neu gemacht, alles neu gemacht, auch die Gasanschlüsse wurden dann gelegt. Das ist dann zum Schluss dann auch asphaltiert worden, so wie wir das jetzt hier gerade machen. Das hat in mein Bett immer vibriert. Oder der Fußboden, da hat auch alles vibriert da bei uns im Haus. Da haben die Wände gewackelt. Wo die dann auch mal mit so einer Asphaltwalze da durchgefahren sind. Selbst da, wo sie die Pflaster, diese Kalksandpflastersteine da, die Kalksandpflastersteine da, die man früher typisch im Ruhrgebiet hatte, in den Zechensiedlungen, da hatte man ja diese Pflastersteine gehabt, so diese altmodischen Kalksandpflasterstein. Ich weiß nicht, wie die genau jetzt heißen. Die hat man dann rausgerissen, hat dann diesen Straßenbelag dann durch eine Asphaltdecke ersetzt. Und selbst das war ein paar Meter, 100 Meter von unserem Haus entfernt. Und selbst das hat vibriert wie Sau. Wenn so eine Maschine auch mal plötzlich da den Asphalt hier verdichtet hat. Prozent haben wir schon mal abgeschlossen. Jetzt fahre ich mal hier auf die linke Seite noch rüber. Mach da mal den Rand weg. Rückwärts fahren sollte man lieber nicht mit dem Ding, glaube ich. Pflastersteinwalze, sondern eine Asphaltwalze, die alles plattwalzt.
wandert sie da vorne hin. Dauert halt ein bisschen länger als mit einer etwas größeren. Ich hätte jetzt auch eine größere Maschine leihen können, aber mit der geht es auch. Hauptsache es wird fertig. Nehmen wir auch immer die kleinsten Maschinen. Die steuert sich wenigstens wie ein Auto am Controller. Als ob ich ein Fahrzeug mit Lenkrad fahre. Es ist ja auch ein Lenkrad drin. Gelenkt wird hier mit dem Lenkrad. Gleich diese Baustelle ja fertig war. Wurde auch langsam mal Zeit. Ich will mich jetzt mal so langsam mal ein bisschen in diese Firma expandieren. Von unserer kleinen Dorffirma zur größeren Firma wechseln. Sollten wir einen finanziellen Polster angespart haben. Oh, da habe ich nicht richtig geteert. Und da ist der Vorarbeiter. Das Ding jetzt aus. Firma Fuhrpark. Gucken, ob einige Fahrzeuge schon mal abgegeben werden können. Der ist im perfekten Zustand. Dann geben wir den schon mal wieder ab, den Schwarzdeckenfertiger. Dann kostet der uns schon mal kein Geld mehr. Und der LKW gehört ja uns selbst. Und dafür lagern wir den jetzt ein. Gehen wir den natürlich auch wieder im guten Zustand wieder zurück. Aufsteigen. Ach man, ey. Aufsteigen. Den lagern wir erstmal bei uns in unserer Garage ein. Einlagern. So, dann wird er in 6 Minuten auch wieder zurückgegeben. So, jetzt sollen wir einmal mit dem Vorarbeiter sprechen. Das machen wir jetzt mal. So, das ist unsere Arbeit hier. Sehr cool, dass sogar die Straßendecke cool, ja? Dass sogar die neue Straßendecke jetzt auch dementsprechend auch erkannt, also wiedererkennbar ist. So, dann stappen wir unseren LKW. Gucken einmal kurz in die. Wir haben hier sogar noch einen Auftrag hier. Wir könnten jetzt eine weitere Verkehrsstraße machen. Aber da gucken wir uns nur den Auftrag an. Ich werde den wahrscheinlich jetzt erstmal nicht machen. Dann müssen wir wieder buddeln. Das werde ich wahrscheinlich privat alles mal machen. Das Gebuddel. Dann hier wieder Bauvorbereitung. Dann Nachbesprechung, Baustellenabnahme. Das werde ich dann im Let's Play dann nicht. Diese weitere Straßenbaustelle werde ich jetzt halt nicht noch mit euch zusammen machen. Hier haben wir noch so eine. Hier können wir jetzt ein Mehrfamilienhaus bauen. Mit einem Gesamtbetrag von fast 1 Million Credits. Und dort oben ist in der Flussschleife ebenfalls kann ein Einfamilienhaus gebaut werden. Und hier können wir auch eine weitere Verkehrsstraße bauen.
Und wir können uns mal den Detail mal angucken kurz. Straßensanierung. Fräse den Bereich auf der Baustelle, um ihn anschließend zu asphaltieren und zu verdichten. Asphalt ist im Kiesfach erhältlich. Ja, abfräsen. Das heißt, wir fräsen wahrscheinlich den alten Asphalt ab und ersetzen ihn gleich durch einen neuen. Aber das machen wir nicht. Hier können wir ein Silo bauen im Industriegebiet. Ich habe mir aber jetzt erstmal gedacht, ich werde es in die Firma expandieren. Also ein bisschen mehr jetzt nicht für Management zu investieren, sondern in die Firma wieder zu investieren. Wie das halt aussieht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Da wird es wieder richtig spannend. Dann werden wir nämlich erstmal in die Firma expandieren. Denn hier heißt nämlich eine... Wenn wir jetzt nämlich kurz einmal in unser Firmendings reingucken, unter Ausbaustufen. Wir sollen nämlich das Firmengelände 2 kaufen, ein zweites Firmengelände kaufen, damit wir und das werden wir dann in der nächsten Folge, werden wir uns das halt mal angucken. Ich sage aber erstmal an dieser Stelle, ich lage erstmal die Fahrzeuge noch ein, bevor ich das Video beende. Der Fuhrpark. Wir lagern erstmal unseren Pritschenwagen ein. Damit der wieder repariert wird. Wir fahren jetzt einfach mit dem LKW. Ich bleibe jetzt in diesem LKW bis zum Anfang der nächsten Folge jetzt erstmal in diesem LKW sitzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen hoch wissen unter das Video. Schreibt mir positive oder negative Kommentare unter das Video. Abonniert gerne auch meinen Kanal, falls ihr daran Interesse habt, weitere Videos von mir zu sehen. Und wenn euch der Kanal gefällt, ist natürlich die Voraussetzung, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Aktiviert die Alarmglocke, wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video erscheint. Ich sage an dieser Stelle ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Mal.